Mutter von Victor, von Vicky. Und Vicky möchte auch noch ein Schlagwort sagen. Ich möchte sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Zeit der Vermittlung. Dankeschön. Und dann fehlt natürlich auch noch ein ganz großer Dank an die bayerischen Hochzeiten, die wir dürfen. Und an die wundervolle Maria mit ihrer Kollektion Heart of Lace, die die Models ausgestattet hat, die so wunderschön aussieht. Und bitte schaut euch die Kollektion von Maria an. Und vielen, vielen Dank, dass Sie alle da waren. Und noch einen schönen Abend. Gibt es da nämlich noch Ihren Ehemann? Das ist der Jan. Der steht hier vorne. Und der ist mein Schwager. Und Jan macht so alles, worauf die Vicky keine Lust hat. Rechnungen bezahlen, Zahlen und so weiter. Aber Spaß beiseite, also Jan handelt alles, was quasi nichts mit dem Kreativen zu tun hat. Dann gibt es, Jan hat noch einen ganz, ganz tollen Bruder, das ist der Alex, unser DJ. Und genau, Applaus. Und das Tollste ist, der Alex ist seit mehr als 20 Jahren mein Partner und Ehemann. Familienbetrieb. Genau, Familienbetrieb, Familienstartup. Und dann haben wir noch unseren allergrößten Traumtrachten-Fan und unsere Cheerleaderin. Das ist Vickys und meine Schwiegermama, die Maria. Hallo Maria. Und da gibt es auch noch unsere drei Maskottchen, das sind unsere drei Töchter, Sonja, Olivia und Rosa. Die werden Sie wahrscheinlich auch noch irgendwann im Laufe des Abends sehen. Wir sind mal froh, dass Sie gerade nicht hier sind und alles kaputt. Boah, alter Schwede, taffer Markt, viel Konkurrenz. Ich habe 15 Jahre als Modejournalistin gearbeitet, ich habe viele kommen und gehen sehen. Und ich finde, was in der Branche ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man so eine ganz, ganz klare Idee und Vision hat von dem, was man mit der bayerischen Tracht anfangen will. Und das hat die Vicky mit Traumtrachten. Absolut. Ihr nicht, genau. Danke. Und Sie, auch von manchen Gästen. Und da ist sie ja. Hallo Vicky, dann komm doch mal zu mir. Da komm her, da rein. Also, meine Schwägerin. Und Vicky ist selber Model, hat zuletzt für die bulgarische Glamour Cover gemacht, für die baltische L'Officiel. Also sie ist mit High Fashion vertraut und sie ist vor 5 Jahren nach München gekommen, der Liebe wegen, und hat dann schon davon geträumt, irgendwie dem Dirndl so ihren eigenen Twist zu geben. Und sie wollte aber immer das mit High Fashion kombinieren. Und das Erste, was Vicky gemacht hat, ist, sie ist nach Italien gefahren, hat dort die Stoffe gesourced, wie man heutzutage sagt, oder ausgesucht. Und das sind Stoffe, ich glaube, das sieht man, das ist Tweed, das auch von anderen großen Modehäusern eingekauft wird und eben sehr, sehr hochwertig. Und da unsere Schwiegerfamilie oder unsere Männer aus Polen stammen, werden alle Dirndl in Polen handgefertigt, weil wir eben wissen, es gibt in Polen fantastische Näherinnen, die sich auch mit der Komplexität eines Mieders zum Beispiel allerbestens auskennen. So. Genau. Dann hat sich Vicky natürlich mega intensiv mit den Schnitten beschäftigt und es gibt 3 Schnitte in der Kollektion. Wir haben jetzt beide die gleich langen an. Es gibt Varianten, ich nenne das immer Fokuhila-Cut, also vorne kurz, hinten lang. Das gibt es in Mini. Ist sehr, sehr fashionmäßig, funktioniert auch als Viola, hat zum Beispiel mein Lieblingsmodell an, funktioniert auch super als Cocktailkleid. Das Ganze gibt es noch ein bisschen länger. Und dann gibt es eben das, was wir tragen, die so klassische kniebedeckende Variante. Und was Vicky auch wahnsinnig viel Zeit und Nerven gekostet hat, war die Schürze. Und ich finde, man sieht, sie hat da was ganz, ganz Eigenes entwickelt. Ihre Idee waren französische Schürzchenjacken, die man vielleicht auch aus der Kultur kennt, oder eben diese süßen Kellnerschürzen aus diesen alten Pariser Cafés. Und das ist eben Vickys Idee und Vickys Vision. Und die Lieblingsworte, mit denen Vicky
ihre Kollektion beschreibt, sind luxuriös, verspielt, auch traditionell, aber vor allem mit ganz, ganz, ganz viel Fun. Und am besten natürlich, man überzeugt sich davon live und in Farbe. Deswegen starten wir jetzt mit der Show. Und wenn jemand wissen möchte, wo es die Kollektion zu kaufen gibt, der wendet sich an Vicky, Jan oder mich am besten direkt. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen. Ja. Ja? Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Freude, Braumer. Hallo, wo ist meine Freude?